Wir sind auf dem Sprung, denn wir fahren direkt los und machen heute weiter an unserem Custom-Mofa-Anhänger. Also wie gesagt, wir sind heute unterwegs. Wir werden nicht hier in unserer Werkstatt schrauben. Wir sind beim Elias in seinen heiligen Hallen unterwegs zum Schweißen. Was müssen wir schweißen? Unseren Anhänger hier. Wir versuchen ja einen Custom-Anhänger uns zu bauen. Und um da jetzt weiterzukommen, haben wir letztes Mal schon beschlossen, dass wir größere Speichenräder fahren wollen. Dafür muss der Rahmen angepasst werden. Das heißt, heute wird ordentlich geflext und geschweißt. Ich lade das Ding jetzt ein in unseren Transporter des Vertrauens. Und dann geht's los zum Elias in die Halle. Transporter des Vertrauens, hä? Hast du geblickt? So, wie nehme ich den jetzt? Ja, ist bestimmt der beste Weg, so. Oh, fuck. Wo ist Elias eigentlich? Der hätte mir ja mal helfen können hier. Oh, das gibt einen Anschiss. Elias! Ich war mal so frei, hab ganz allein das Ding schon runtergetragen. Wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir mal einladen jetzt helfen könntest. Also ich habe mir überlegt, wir fahren mit dem einzig wahren Transporter, den wir hier in der Firma haben. Ist natürlich mein wunderschöner Gold. Müsste reinpassen, oder? Ja, wenn wir das Ding nach vorne machen. Look mal. So, ah, angebunden. Passt. Also, los geht's. Fährst du mit deinem Auto? Weil jo. Jetzt bist du knapp zu dritt da drin. Wir schwingen uns kurz in die Autos. Roger bei mir mit rein. Du in deine Schüssel da vorne. Ich würde sagen, noch ein bisschen Eisen holen. Ein paar Stängeli hole. Pullover anlegen. Also, und dann zu dir in die Werkstatt. Jo. Let's go. Saudali! Wir sind ready. Wir holen, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Stahlrohre, um unseren Rahmen auch umzubauen, weil das, was wir wegflexen, müssen wir natürlich auch wieder irgendwie ranmachen, jedoch in einer anderen Form und in einer anderen Größe. Und deswegen sind wir jetzt mit zwei Autos unterwegs. Wir sind ja voll beladen jetzt hier hinten. Und zu dritt wäre das ein bisschen eng. Weißt du, ich verstehe so Leute nicht. Was will der mit so alten Autos? Ist doch null Fahrkomfort. So ein alter BMW. Wer fährt sowas gern? Kein bisschen anständig. Macht keinen Sinn in meinen Augen. Warum geht das scheiß Radio wieder nicht? Ah, jetzt. So, es war ein heißes Rennen. Wer hat gewonnen? Wir sagen einfach mal unentschieden. Wir sind jetzt hier, wo sind wir hier eigentlich, Elias? Hellerstahl. Unbezahlte Werbung. Bitte sponsert uns in Zukunft. Danke. Wir holen jetzt hier ein bisschen Stahl ab und dann geht's gerade weiter, ne? Ist jetzt doch Maskenpflicht. Oh ja, zieh mal nach so eine Maske auf, ja. Wir müssen uns dann warme Gedanken in seiner Werkstatt machen, weil Heizung hat er natürlich auch keine. Vielleicht lassen wir das Schweißgerät einfach mal ein bisschen durchbrennen, dann erhöhen wir die Temperatur. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass wir hier alles kriegen, was wir brauchen. Und dann zeigen wir euch erstmal seine Werkstatt und was wir eigentlich genau vorhaben. Weil wir haben so einen groben Plan, aber es wird auch viel Freestyle heute. Wie immer. Gut, dass das jetzt nicht ewig gedauert hat oder so. Wegen den zwei Rohren. Fenster müssen frisch gießen. Ah, da ist okay. Jetzt gerade aus dem Hochofen raus. Also schmeiß mal rein hier. Perfekt. Ja. Eine Runde Kaffee holen und dann ab in die Werkstatt. Dann komm mal rein jetzt. Weil ich nehme das Altmetall hier gerade noch mit. Oh, das gibt einen Kratzer. Au, das gibt einen Schiss. Das sind jetzt also hier die heiligen Hallen von Elias, oder wie? Und dann ein bisschen Licht machen. Ein bisschen Licht muss sein. Ich sehe ein Schweißgerät, ich sehe einen Schweißtisch. Und ich sehe einen motivierten Elias, der uns heute hoffentlich was Schönes zaubern kann. Nehmen wir das Ding mal hier hoch, oder? Ich muss halt anfangen, gerade mal mit den Resten da entfernen. Ja, also wir haben hier, ich weiß nicht, wofür das ist. Das ist von dem Schütze, ist das. Die trennen wir jetzt erstmal ab, weil wir wollen ja so tief wie möglich und hier wird uns als erstes schleifen. Wenn er dann am Boden kommt, dann soll es direkt der Rahmen sein und nicht irgendeine so unnötige Stützenrest-Dingsbums-Teilchen. Genau. Du weißt Bescheid. Wir haben übrigens. Nee, du machst jetzt keinen Schnitt. Ein Rad mitgenommen. Ein 17 Zoll Speichenrad ist natürlich jetzt nicht das Rad, welches dann final. Oh, jetzt bin ich voll aus der Puste, ey. Welches wir final dann hier montieren werden. Aber bis dieses Custom-Rad dann vollendet ist, müssen wir damit arbeiten, um einfach Anpassungen machen zu können. Und dafür wird jetzt ein bisschen was weggetrennt. Aber ich würde sagen, wir fangen wirklich erstmal mit den kleinen Sachen an und arbeiten uns so nach und nach vor. Machst du Pause nicht? Schaffen. Ja, ich suche gerade. Wo ist mein Kaffee? Viel Spaß, ne? Ich bin draußen in der Sonne. Mega!
sieht schon nicht schlecht aus hier. Wir haben die Reste noch weggenommen. Klar, wird nochmal schön alles verschliffen, formen, lackieren, genau. Oder pulvern, je nachdem. Jetzt als nächstes müssen wir mal gucken mit den Rädern. Wir haben ja hier dieses 17 Zoll Rad mitgenommen. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, was jetzt als nächstes passieren muss. Ich würde sagen, dafür nehmen wir ihn am besten kurz einmal runter. Wir wollen ja so tief wie möglich diesen Anhänger bauen. Dafür wird dann dieses Rad natürlich nicht mehr unter dieses Schutzblech passen. Es wird eher über dem Rahmen stehen am Schluss. Deswegen haben wir beschlossen, das originale Schutzblech jetzt rauszutrennen und am Schluss dann auch den Rahmen wahrscheinlich gerade im gleichen Zug auch noch wegzuflexen, um dann zu schauen, wie müssen wir unsere neuen Rohre dann einschweißen, damit wir hier trotzdem das Rad montieren können, aber maximal tief fahren können. Deswegen kommt das Ding jetzt wieder hoch. Der muss jetzt sicher weg, wird aber zur Stabilisation wahrscheinlich wieder schräg eingeschweißt. Ja. Hebt, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, was wir da das alle aufladen wollen. Genau. Wie viele Leute wir nach dem Feiern dann nach Hause trailern müssen. Wo trennst du auf? Hier, direkt oder wie? Ohne, genau. Gerade hier unten. Dass das Stümmeli wieder bleibt, dann kann ich es verschleifen. Ja. Oben dasselbe. Cool. Ja, gut. Dann tu dir keinen Zwang an. Zerflex das Ding. Ja, dann mache ich ja wieder Pause. Echt. Danach ist ja. Also die sind jetzt weg, Schutzblech weg. Jetzt wenn wir das Rädchen mit Sturz anbauen, weil es sicher geil wäre. Ein bisschen Camber wäre schon nice. Der hätte da auf jeden Fall auch wegtrennen, damit wieder raussetzen. Ich würde sagen, wenn es rausgetrennt ist, heben wir es mal hin und wissen dann, wie genau. Viele Zentimeter weiter raus. Wir können verlängern mit der Röhre, die wir geholt haben. Yes. Die Aufnahme müssen ja auch weiter rauf. Safe, stimmt, ja klar. Sonst sind wir immer noch gleich. Ja, ja, sprich, die müssen eh auch weg, dann können wir die verwenden, sonst machen wir neue. Ich sage, gerade auch wegflexen, dann kann ich auf dem Tisch alles entgraten, alles verputzen. Und dann müssen wir aus. Genau. Ja. Gut. Mehr wird es passen wie im Golf. Also, die sind mal fürs Erste geschliffen. Wir können die Röhrchen anschweissen, ich glaube, verlängern alles. Wir schauen zuerst, wie weit hoch müssen sie? Wie war es, genau, wie es war, woher müssen wir. Jetzt wäre ja mal der Plan, wir stellen es mal auf Holzbretter, ungefähr die Höhe, wie wir es wollen, heben das Rad ran und dann schauen wir, wie müssen die Streben verlaufen, setzen sie mal an und dann geht es eigentlich schon fast an Schweißen. Genau. So, 4 cm wär, glaube ich. 5 hätte ich. Hol mal. Das ist jetzt unsere neue Bodenfreiheit. Sind jetzt 5 cm. Damit kann man auch noch leben. Wird auf jeden Fall tief genug sitzen, denke ich. Aber es ist aber wichtig, dass wir uns auf irgendwas einigen, weil so wie wir es jetzt schweißen, so sitzt er halt dann. So gefällt mir das. Steht das Rad noch drüber? Ja, das ist geil. Wir müssen A, schauen, wo wir hier die Halterung für unsere Aufnahme von der Narbe machen. Und B, wie weit wir raus müssen und wie viel Sturz wir wollen. Heb mal du so hin und ich sag dir irgendwann Stopp. Ja, so wird's geil aussehen. Ja eben, wir müssen halt gucken, dass wir genug Platz noch zum Rahmen haben. Aber so könnte das schon recht gut funktionieren, denke ich. Wir fangen an mit dem äußeren Rahmen, der äußeren Befestigung. Die untere Strebe hier, die rausgetrennt wurde, kommt wieder auf gleicher Höhe, aber wird hier wird's jetzt verlängert. Das ist jetzt quasi zu kurz, weil ja das Rad unten weiter rauskommt und somit fehlt uns jetzt hier ein Stück von ja, knapp 5 cm, will ich jetzt mal schätzen. Mhm. Da das Rad jetzt hochgesetzt wurde, ist diese Aufnahme hier unten natürlich jetzt viel zu tief. Die trennen wir raus, bauen uns eine neue Strebe hier quer rüber, beziehungsweise von hier runter und fixieren dann mit der neuen Halterung hier oben das Rad. Somit ist hier oben nichts und nur hier kommt eine Strebe runter. Die genau gleich verlängern oben, der da oben. Ja, ich kann es mir schon richtig gut vorstellen so. Und der drin hier. Klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend, aber ich denke, wenn wir jetzt mal anfangen, das zusammenzuschweißen, seht ihr recht schnell, wo es hingeht und was wir vorhaben. Gut, dass wir es ungefähr wissen. Können wir jetzt mal anfangen. So weit, so gut. Messen wir kurz aus, wie lang. Und schweißen als allererstes hier die Rohre dran, damit genau. Wir mal den unteren Rahmen wieder komplett haben. Now allow me to reintroduce myself. They call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches, trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed,
I'm raising the bar, you can go ahead and mess up too. Think about time for a toast, yeah. Time that we welcome to go, yeah. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get on their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that at all? Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gonna die, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, la la la. Just making sure that you know why, because this is forever. Uh-huh. And there will be no surrender. So, die Stängeli sind alle geschweißt. Stängeli? Die muss ich noch verschleifen. Und in dieser Zeit könntest du ja da mal die Löcher zumachen, die es noch von den alten Röhrli hat. Hast du es gut überlegt? Du darfst dann retten, wenn ich es verkacke. Ist gut. Wenn dann die Stangen verschliffen sind, können wir die mal Probe halten und mal anpunkten, gucken, wie es mit dem Rad funktioniert. Wichtig wird halt dann auch der Sturz, dass wir den parallel einstellen können. Ja. Aber das ist Zukunftsmusik, jetzt erstmal hier das Ding abfackeln. Ja, kann man lassen, ne? Tipptopp. Der noch? Der noch und dann was ist? Jo. From me, man, it came from nothing. Made it something. Name is buzzing. Call me Ryan Gosling. Hey, girl, know that they gonna love me more when I'm gone. I'm retired. The throne, the kind of things that I'm on, gonna be feeling like a god because this is forever. Uh huh. And there will be no surrender. Yeah. Come on, here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know. Ich mach dann die andere Seite, um zu zeigen, wie es richtig geht. Yo, hab reingeguckt. Was ist das denn hier? Hab's gleich. Jetzt. So, die letzten Teile sind jetzt auch angepasst. Wir hatten noch das Thema mit den Rädern, mit der Radaufnahme. Jetzt zeigen wir euch mal, was wir uns da überlegt haben. Elias war gerade wieder ein kleiner Künstler hier mit seiner Eigenbauradaufnahme. Ich bin ja auch ein kleiner Erfinder. Unser Erfinder hier hat ein U-Profil genommen. Es ist leicht angewinkelt. Und so wie das jetzt hier aussieht, können wir das hier reinnehmen. Es wird hier verschweißt und das Rad kann dann quasi hier mit der Achse rein und von innen mit einer Mutter verschraubt werden. Jetzt müsstest du das hier eigentlich nur noch reinbrutzeln. Dann kommt auf der anderen Seite auch nochmal so ein ähnliches Teil. Dann könnten wir eigentlich mal zwei Räder reinmachen, das Ding auf den Boden nehmen, gucken, ob alles rollbar ist, dass nichts schleift. Dann hoffentlich auch mit den neuen Rädern und den richtigen Custom Wheels, die noch kommen, genauso fahren. Weil das ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere Dimension. Wir haben es natürlich mitbedacht, dass das natürlich nicht ganz die Größe ist von dem Reifen, wie wir ihn fahren wollen. Aber alles in allem sieht das schon sehr gut aus. Und ich würde sagen, wir heften das jetzt noch kurz an. Und den Rest machst du dann schnell in den nächsten Tagen. Hier fertig, bringst das mit. Und wir schauen uns dann bei uns in der Werkstatt an, wie es dann am Schluss dasteht mit zwei Reifen am Boden. Bis gleich. Das ist ein Wetter, ey. Hast du Sonnencreme dabei, Roger? Elias ist jetzt gerade hergekommen mit dem Anhänger. Er hat ja noch fertig geschweißt, hat auch gerade zwei Räder montiert, um zu gucken, wie es jetzt aussieht. Natürlich sind das nur die temporären Räder, also nicht die, was dann final drauf kommt. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz vor und schauen uns das Ding kurz an. Aber by the way, Mann, schau dir mal diesen geilen Parkplatz heute wieder an. Kann man so lassen? Kollege, hat's noch geklappt? Ja, noch schnell fertig gemacht. Schnell. Mal angeschweißt alles und gerade mal alte Räder noch hier montiert. Ey, das sieht von hier oben schon ziemlich wild aus mit dem Sturz. Hätte schon ziemlich gestürzt. Low, meine Freunde. Kann man für einen Anfang mal so lassen. Man muss bedenken, unsere nächsten Reifen, die dann draufkommen, die richtigen, die sind noch mal ein bisschen breiter. Noch, ne? Ich roll einfach mal so vor oder hier so seitlich. Ich hoffe, ihr könnt euch ein Bild machen, um das noch ein bisschen euch zu erleichtern und vielleicht eure Fantasie noch ein bisschen anzuregen. Macht der Roger euch jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen vom Ist-Zustand. Nächstes Mal geht es dann weiter entweder mit den Custom Wheels oder wir kümmern uns um die Farbe. Wir sehen uns auf jeden Fall schon am Mittwoch wieder. Ne, das ist Mittwoch, oder? Wir sehen uns auf jeden Fall aber am Freitag schon wieder hier auf dem Channel. Abonniert uns gerne, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.